Meine Frau wirft mir immer vor, ich sei nicht empathisch. Ich könnte mich in andere Menschen nicht hineinversetzen. Wir haben letztens eine Tierdoku gesehen und in der Doku hat, True Story, hat ein Alligator ein Zebra gefressen. Bei lebendigem Leibe so. Ja, genau, hat sie auch so. Die fing an zu weinen, so. Die hatte Tränen in den Augen so. Weißt du, und ich saß da und war einfach nur, tschüss, oha. So krasser Alligator, Digga, tschüss. Und ohne Scheiße. Und dann schreit sie mich an, siehst du hast überhaupt gar keine Empathie. Du kannst überhaupt gar nichts hineinversetzen. So. Und ich denke mir, willst du mich verarschen? Wie zum Teufel soll ich mich in ein Zebra hineinversetzen, Alter? So, ich stehe doch nicht morgens auf und denke, ja, heute galoppiere ich durch die Savanne. Hallo, Herr Alligator, oh nein, friss mich nicht. Ich bin auch selber schuld. Warum bin ich so auffällig gekleidet? Ja, der einzige Gedanke, den ich bei der Doku hatte, Alter, mit dem Alligator bei Pizza Hut All You Can Eat, wir würden zerbersten am Nacken.